Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie ihr zum einen den Battle Pass Stufe 100 werden könnt und damit natürlich auch gleichzeitig möglichst hoch im EP-Level steigen könnt. Denn es gibt ja auch schon seit Season 6 für Level 100 immer ein Spray, ein Heimatsbasis-Banner und so ein Emote, das man nur hochwirft. Genau so eins im Prinzip, wo dann eben halt die 100 draufsteht, eben halt im Palm-Stil. Wenn man das Ganze bekommen will, dann muss man natürlich möglichst schnell P farmen. Es empfiehlt sich, wenn man eher nicht ganz bis ins Endgame kommt, Gruppenkeile zu spielen. Denn im Gruppenkeile bekommt man so durchschnittlich 600 EP für 15 Minuten Spielzeit. Wenn man allerdings im Solo-Modus nur unter die Top 25 kommt, dann braucht man die 10 Minuten dafür. Und dann bekommt man irgendwie nur 300 EP. Auf jeden Fall werde ich jetzt in eine Solo-Runde gehen, damit ihr nochmal ein paar Tipps bekommen könnt, wie man denn ins Endgame letztendlich kommt. Bis gleich. So, zuallererst solltet ihr nicht direkt am Anfang rausspringen, damit ihr eine größere Chance habt, länger zu überleben. Sollte auch eigentlich ziemlich klar sein. Und deshalb springe ich jetzt nach Paradise Palms. Es empfiehlt sich auch, einen möglichst lootreichen Ort zu nehmen. Beziehungsweise nicht zu Paradise Palms, sondern hier zu Junk Junction 2.0. Dort ist auch übrigens ein kleines Secret, das wirklich relativ wenig Leute wissen. Im Gebäude drin. Und auf jeden Fall solltet ihr guten Loot haben, damit ihr später Richtung Endgame größere Chancen habt, länger zu überleben. Und eventuell sogar einen Sieg zu holen, denn wie ihr vielleicht alle wisst, bringt der Sieg nun mal am meisten EP. Generell solltet ihr eventuell ein paar Kills machen, wenn es könnt. Allerdings bekommt man mehr EP natürlich dadurch, dass man länger überlebt. Und da man immer für eine neue Runde irgendwie eine Minute braucht, bis die geladen ist, ist es auch deutlich besser, überhaupt länger zu warten. Eine Runde zu bleiben. Das hier ist dieser kleine Secret Room. Da einmal unter der Platte. Da kann manchmal eine Kiste spawnen. Und meistens noch eine zweite Waffe. Ja, und es ist nochmal ein zusätzlicher Lootort hier in dem Ort. Generell solltet ihr auch viele Mats haben, damit ihr natürlich damit ihr guten Schutz habt, euch vielleicht mal vercampen könnt. Und da man im Endgame sonst auch oft in Sandwich gerät, kann man sich davor dann ein bisschen schützen. Natürlich ist es auch möglichst gut, viel Schild zu haben. Und generell möglichst full life. Da man dann ja auch eine erhöhte Überlebenschance hat. Wenn man es schafft, ein paar Kills zu machen, irgendwie, keine Ahnung, wenn man dann eine 10-Kill-Round macht, wäre es natürlich ziemlich gut, wenn man dafür auch nochmal EP bekommt. Weiß gar nicht, wie viel genau. Auf jeden Fall, der erste Kill ist noch relativ wichtig, der bringt nämlich 50 EP. Meines Wissens nach plus natürlich nochmal den EP-Boost, den man derzeit dann drin hat. Und die restlichen Kills bringen dann irgendwie noch 20 EP oder so. Die genauen Zahlen dazu habe ich nicht im Kopf, können wir allerdings am Ende danach gucken. Auf jeden Fall kann man so nochmal zusätzlich EP farmen. Trotzdem ist der Anteil zu gering dafür, um wirklich nur darauf zu gehen. Denn dann ist natürlich die Chance zu überleben geringer. Eine neue Runde dauert lange zu starten. Wenn man stirbt, kein Kill hat, bekommt man, aber wenn man zum Beispiel ein Tilted direkt stirbt, bekommt man so ziemlich gar keine EP. Das wäre natürlich nicht Sinn des Zwecks vom EP-Farm. Und ihr solltet auch nicht zu aggressiv spielen, um zusätzlich nochmal kämpfen aus dem Weg zu gehen. Im Endgame kann ich euch dann auch noch später zeigen, muss man dann auch nochmal vermehrt darauf aufpassen, sich eine One-by-One zu bauen.
So, auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal einen Kill, der 50 EP dementsprechend bringt. Und nochmals mit dem EP-Boost bringt er natürlich dementsprechend mehr. Man sollte auch immer schön auf die Zone aufpassen. Ja. Sonst gibt es nachher eigentlich eher nur Tipps, die im Endgame wichtig sind. Und so muss er eben halt wirklich versuchen, möglichst Kämpfen aus dem Weg zu gehen, größtenteils. Das werde ich jetzt auch zum Beispiel machen. Bisschen versuchen hier auch Holz zu farmen, weil ich eben gerade ein bisschen etwas verbraucht habe. Und da hinten sieht man auch schon die Zone. Zu Loot Drops sollte man definitiv nicht geiern, wenn man das Gefühl hat, dass da Gegner sind. Weil da natürlich ziemlich oft Gegner sind. Jeder kann sie auf der Karte sehen. Deshalb ist das ein bisschen gefährlich. Auf der Karte darf man definitiv nicht still rumstehen, weil man sehr schnell gesniped werden kann. Aber das geht wirklich sehr fix. Die Kanonen sind immer auch ein guter Weg, um in die Zone zu kommen. Hier habe ich auch noch mal eine Pumpgun. Natürlich auch sehr hilfreich. Hier oben ist jetzt leider keine Kanone in die richtige Richtung. Der hat mir jetzt natürlich einen extrem Laser gegeben. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch mal eine Runde starten und euch dann Tipps fürs Endgame zeigen. Zuallererst werden wir aber gucken, wie viel EP man bekommt. Eine Eliminierung 50 EP. Dann zusätzlich noch mal generell für die Eliminierung 20. Das heißt, jede Eliminierung gibt 20 EP und die erste noch mal 50 zusätzlich. Platzierung habe ich jetzt plus 10 bekommen, weil ich 24. Platz bin. Und dann nochmal Battle-EP-Boost habe ich insgesamt so 310 EP erhalten. Wenn ihr es nur so weit jede Runde schafft, dann lohnt es sich definitiv mehr Gruppenkeile zu spielen. Wenn ihr allerdings immer so in die Top 10 kommt, dann kann es sich schon manchmal lohnen, eher den Solo-Modus bzw. Team- oder Duo-Modus zu bevorzugen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal gucken, wie viel man letztendlich im Endgame sieht, bekommt. Und dort werden wir uns wiedersehen. Ich bin jetzt schon ziemlich im Endgame. Und deshalb bin ich jetzt zu einer Piratenbasis gegangen. Habe mich hier ein bisschen vercampt. Habe schon zwei große Schildtränke. Habe drei kleine Schildtränke. Wichtig ist, dass man hier solche Fenster am besten auch zumacht, damit man auch nicht von der Seite abgeschossen werden kann. Hier drin hab ich den perfekten Spot, weil direkt, wenn die Zone kommt, ich mich hier rausschießen kann. Einer ist gerade auch am Sturm gestorben. Schätze sind eigentlich auch immer sehr gut, weil ihr dort sehr sicher looten könnt. Eben halt nicht wie beim Loot Drop Gefahr läuft, direkt abgeschossen zu werden. Hier werde ich noch nicht rausgehen, weil ich da ja direkt auf dem Berg mit der Kanone kann. Deshalb vercampe ich mich erst hier drin. Perfekt ist auch, dass ich noch einen Busch zusätzlich habe, mit dem ich auch nochmal zusätzlichen Schutz habe. Und so einen weiteren Schuss abhalten kann. Man muss jetzt im Endgame wirklich erstmal hier warten. Es lohnt sich auch nicht zu snipen, weil die Gefahr ist, wenn man selbst sniped, also peekt, selbst gesniped zu werden. Und das wäre mal nicht so praktisch. Dann würde ich eigentlich als erstes noch ein Redeploy-Gleiter mit haben und sonst immer zwei Heilungen. Und ich habe auch noch keine gescheite Sniper gefunden, die ich da hätte reintun können. Wie ihr seht, Pumpgun und Scar habe ich eben halt aus einer Schatztruhe gefunden. Und da bin ich gelandet am Anfang. Hatte dort auch direkt einen Kill gemacht. Jetzt leben zum Beispiel noch 7 Gegner. Top 8-Situation. Ich kann direkt mit der Kanone
mich da rüberschießen. Jetzt sollte es ungefähr passen. Jetzt bin ich hier schon mal drauf. Da oben ist auch noch mein dritter Biggie. Ich habe auch ziemlich gute Materials. Und sonst müsst ihr eben halt aufpassen, dass ihr euch möglichst nicht einmischt. Damit ihr auch nicht entdeckt werden könnt. Ich werde mich jetzt hier drin vercampen. Sonst habe ich auch oft die Taktik, dass ich mir keinen Bunker baue, sondern eben halt draußen irgendwo stehe und ein bisschen hochbaue. Aber so habe ich natürlich nochmal ein bisschen Sicherheit. Und wenn ihr es auch ein bisschen öfter macht, kommt, habt ihr natürlich eine große Chance, auch auf den Sieg zu kommen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Zone weitergeht. Die Zone wird jetzt wieder kleiner und jetzt kommt es schon in die spannende Phase, weil die nächste Zone dann auch dynamisch ist. Ich bleibe hier erst bis circa eine Minute, werde mich dann so langsam rauswagen. Und dann hoffe ich, dass ich weiter in die Zone komme. Dass noch auf dem Weg ein paar sterben, weil ich keine Lust habe, dass in der winzigen Zone noch insgesamt 7 Gegner leben. Da unten in Rita Row kann man auch noch ein paar Kämpfe hören. Da drüben könnte, ist einer drin. Ich werde mich nicht mit dem anlegen. Einer ist auch durch einen Pumpgun gestorben. Da hinten in einem großen Turm könnte noch einer drin sein. Sonst werde ich erst dann versuchen, vor dem zu escapen. Ah, funktioniert ja super. Muss leider auch ein bisschen in seine Richtung moven. Guck jetzt, habt ihr es nämlich schon bemerkt. Ich kämpfe mit einem. Direkt mischt sich der nächste ein. So, der wird mich da von oben jetzt beschießen. Jetzt ist nämlich die gefährliche Situation. Ihr habt eigentlich keine Chance hier zu entfliehen. Ja, guck, da hat man einfach keine Chance mehr. Wenn ihr in so eine Situation kommt, ist es einfach schwierig, da zu entfliehen. Die einzigste Möglichkeit, mit Redeploy Gleiter hätte ich es vielleicht geschafft, weil man dadurch ja deutlich weiter fliehen kann, aber so hat man da einfach keine Chance. Du kämpfst mit einem, der nächste Gegner kommt von der Seite. Meistens wird der nächste auch schon auf dich aufmerksam. Wenn du weitergehen willst, musst du an dem einen Gegner vorbeilaufen und dann funktioniert es hier halt einfach nicht. Auf jeden Fall hat man jetzt schon 238 Punkte durch Eliminierung erzielt. Ich habe 60 EP für Eliminierung bekommen, weil ich jetzt 2 habe. Das heißt, der zweite bringt anscheinend 40 EP und dann nochmal zusätzlich Platzierung 100 EP. So bekommt man schon ganz gut EP. Allerdings ist das eigentlich auch nur so viel, wie man in Gruppenkeile bekommt. Das heißt, erst wenn man im Prinzip wirklich dann Sieg holt, lohnt sich das auch solo zu spielen. Sonst farmt man mit Gruppenkeile wirklich am schnellsten. Wenn man da nämlich einen Sieg holt, hat man eigentlich immer 50 für die Platzierung nochmal zusätzlich. Überlebenszeit ist eigentlich identisch, aber man hat eigentlich immer 150 durch Kills. Und dadurch bekommt man eben halt dann insgesamt mehr. So, ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.
Bis dahin. Ciao.